Der Test. Business Class. So lässt es sich leben. Was einst ein biederes Vertreterfahrzeug war, ist heute fixer Bestandteil des mittleren Managements. Der VW Passat war optisch ein echtes Mauerblümchen. Jahrzehntelang fuhr vor allem der Variant, genannte Kombi, unter dem Stilradar, wenn es um Stil und Eleganz ging. Er war quasi die Essenz eines Kombis, dienstbar, unauffällig und ohne viel Schnickschnack im Auftritt. Wenn man sich den neuen genau ansieht, weiß man sofort, der hat mit niedrigen Arbeiten nichts mehr am Hut. Allein die Optik spricht Bände. Die Front wird dominiert von einer Chromspange, die über die gesamte Fahrzeugbreite geht. Darunter blinzeln scharf gezeichnete Scheinwerfer mit sexy Schlafzimmerblick. Die Flanke wird von einer ansteigenden Sicke durchzogen, die dem insgesamt 4,7 Meter langen Wagen Spannung verleiht. Durch diesen Designkniff wirkt er auch niedriger, als er mit knapp 1,50 Meter eigentlich ist. Das Paradestück beim Variant ist natürlich das Heck, denn hier spielt bei einem Kombi die Musik. 650 Liter Stauraum stehen immer zur Verfügung. Bei Bedarf werden auch 1780 Liter daraus. Der üppige Kofferraum wird auch zum Teil durch den großzügigen Radstand von knapp 2,8 Metern ermöglicht. Diese Lenkspreizung der beiden Achsen ist es auch, die dem Passat-Variant seine Langstreckenqualität vermittelt. Mit dem atmosphärischen Upgrade des Passat geht auch eine leichte Neuausrichtung am Markt einher. Man stellt sich nun selbstbewusst dem BMW 3er und der Mercedes C-Klasse entgegen. Dazu braucht es natürlich auch passende Motorisierungen. In unserem Fall werkt das Triebwerk, das wohl der Verkaufsschlager schlechthin werden wird. 2 Liter Hubraum, 4 Zylinder, 150 PS und ein kombinierter Verbrauch von 4,7 Litern auf 100 Kilometer. Das Dieselaggregat ist bereits aus dem Golf bekannt und hat mit dem Mehrgewicht des Passat-Variant keine Mühe. 340 Newtonmeter Drehmoment stehen nämlich bereits bei 1750 Umdrehungen an, die mittels DSG verwaltet werden. Mit Äußerlichkeiten ist es beim neuen Passat aber nicht getan. Das Interieur wurde ebenfalls aufgewertet. Unser Testwagen verfügt nicht über die neuen TFT-Armaturen, sondern über einen klassischen Instrumententräger. Das ist kein Nachteil, sondern passt irgendwie auch besser zum Grundkonzept des Variant. Die Verarbeitung ist, typisch Volkswagen, bis in den Nanometerbereich perfekt. Der Passat-Variant verfügt über eine Fertigungstiefe, die als neuer Benchmark dieser Fahrzeugklasse verstanden werden darf. Einziger Kritikpunkt am Interieur, die analoge Uhr, die in der Mitte des Armaturenträgers thront. Sie will nicht so recht in die sonst technoide Atmosphäre des Passat passen. Unser Go-Fazit zum VW Passat-Variant. Die Mission, den Passat ins nächsthöhere Fahrzeugsegment zu hieven, ist den Wolfsburger Ingenieuren gelungen. Dabei behält er aber alle gewohnten Qualitäten und gewinnt an Style und Charme dazu.